Wir sind nicht mehr sicher. Dieses Gefühl kennt jeder und bei vielen nimmt es zu, besonders nach widerlichen Gewalttaten. Eine Joggerin wird von mehreren Männern umzingelt, zusammengeschlagen, mitten in der Stadt, in einem Park. Viele sagen, wer um 23:30 nachts joggt, darf sich nicht wundern. Diese Denke ist nachvollziehbar, aber falsch. Denn das heißt auch, enge T-Shirts, kurze Röcke, High Heels, selbst schuld, wenn was passiert. Richtig ist, wir müssen mehr tun für die innere Sicherheit. Richtig ist aber auch, wir können nicht hinter jedem Busch einen Polizisten stellen. Kein Verständnis für Gewalt, gleichzeitig aber auch Vorsicht und Vernunft. Wir leben in einer offenen Gesellschaft, in einem der sichersten Länder der Welt, immer noch. Auch wenn sich vieles verändert und oft nicht zum Guten. Schlimme Dinge geschehen und werden weiter geschehen. Vollständige Sicherheit gibt es nicht. Niemals, nirgendwo, zu keiner Zeit. Und das ist das Entscheidende. Natürlich darf jeder joggen, wann und wo er will. Auch nachts in einem schlecht beleuchteten Park. Wer das tut, muss aber auch wissen, das ist nicht ungefährlich. War es noch nie und wird es nie sein.